Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bredrax Arc Adventures. Und ja, heute geht es mit einem Hybrid weiter, der sich so nennt wie etwas, dem wir schon recht häufig begegnet sind oder so. Ei, das vermasselst du hier gerade vollkommen. Wir machen mit dem Terroraptor weiter. Das sind genau die Dinger, die in der Rogue-Version immer über die Karte laufen und anscheinend irgendwie auch ziemlich die einzigen sind, die über die Karte laufen. Sehen näher aus, aber gucken wir mal, was sie drauf haben. Bevor wir uns dem widmen, gehen wir aber erstmal zur Namensgebung über. Und ja, heute ist mal wieder ein Ekos dran. Und der Namensvorschlag kommt wieder von mir, beziehungsweise, ja, was heißt Vorschlag? Ist nicht wirklich ein Vorschlag, weil ich gehe einfach plump die Liste aus so einem Buch durch, von Charakteren, die da aufgelistet haben. Da du ein Weibchen bist und da nicht so viele Weibchen drin sind, sind wir bei dir auch schon im Literaturbereich. Bei den Männchen kommt noch jede Menge aus Geschichte, Politik und Philosophie und dann kommt Literatur erst. Naja, nichtsdestotrotz, dein Name wird von heute an heißen Bettine von Arnim. Das ist dein Name. Warte mal, da stand noch was dahinter. Geboren von Brentano. Ja, das passt aber bei dir nicht mehr hin. Muss man mal damit auskommen. Dein Geburtsname ist sowieso relativ wumpe. So, wunderprächtig, wunderschön. Keine Ahnung, was sie so großartig geschrieben hat. So viele kenne ich nun auch wieder nicht. Nichtsdestotrotz, du hast jetzt einen Namen, Häutchen haben wir dir schon abgezogen und damit ist gut. Und ja, hier sind die Terroraptor. Das ist das Elternpärchen, das hat natürlich schon ordentlich gearbeitet. Da hinten stehen die Kiddies von denen rum, die gucken wir uns aber gleich erst an. Ja, euer Dienst ist beendet. Ich packe euch schon mal ein. Ihr wandert ja auch schon nicht mehr und ja, ihr seid eierlegende Dinos. Das ist wunderschön, dann produziert ihr hier wieder weiter Eier drin. Wumps und wumps. Schön rein da. Dich bringen wir gleich runter zum Wasser und dann lasst uns erstmal angucken, wie es denn mit euch aussieht. Ihr tragt einen regulären Raptor-Sattel. Da habe ich schon ein paar von hergestellt und wie man sehen kann, ich habe 6 Stück davon hergestellt. Nicht ohne Grund, denn die guten sind Rudeltiere. Definitiv. Das ist ein Terror-Bird mit einem Raptor gemischt. Ist ein Terror-Raptor und gehört zur Gruppe der Ferocious. Kommen Dinosaurier-DNA 211 Stück. Lesser-Dinosaurier-DNA 576 und natürlich ein Raptor-Egg. Und ja, die Description ist, this is considered to be one of the most... jetzt bin ich eine Reihe verrutscht. This is considered to be one of the most social creatures ever created and therefore like to work in groups. It speak along with its teeth can cut through wood with ease, making it rather strong for its size. Also der wird als sozialste Kreatur hier in der Ark behandelt oder unter den Hybriden oder sowas und dafür arbeitet der gerne in Gruppe. Deshalb kriegt auch einer von denen einen Alpha-Buff oder Group Pack Leader Buff, mehr oder weniger. Und ja, der Schnabel soll so stark sein, dass die sogar Holz beschädigen können. Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Holzhammer, aber das werden wir gleich feststellen. Sollen wir mal gucken. So, wie gesagt, Älterchen haben wir schon weggepackt. Dich bringen wir runter zum See und dann können wir mal gucken, was die hier oben hier so drauf haben. Ja. Dann gesell dich mal zu den anderen. Jetzt haben wir auch nur noch ein Weibchen hier, was noch keinen Namen hat. Das wahrscheinlich, wenn bis dahin nichts in den Kommentaren drin steht, dann morgen dran. Mal gucken, was dann kommt. So, ab nach oben. Wir haben auch wieder unseren Eulestes auf der Schulter. Diesmal müssen wir dran denken, wenn wir losziehen, wenn wir dann tatsächlich anfangen rumzunibbeln, dass wir den XP-Buff von dir anmachen. So, lass uns mal Radar anschalten. Ich glaube, wir gehen diesmal nicht durch, wer denn welche Mutation hat. Ich denke mal, das ist relativ uninteressant, da wir sowieso momentan nur nach Farbe gucken. Wir züchten hier nicht hoch auf irgendwelche bestimmten Mutationen. Aber da oben steht die Nuterichse und hier unten die Nuterines. Und ja, gucken wir mal, dass wir von jedem 3 Stück rausstellen. Was wir dann hier so an Mutationsfarben haben. Du siehst ganz interessant aus. Du bist ziemlich, ne, genau wie ihr beiden. Ihr seid ziemlich Standard-Vanilla-mäßig. Du auch, aber du gefällst mir richtig gut. Ihr gefällt mir nicht so wirklich, das sind Zwillinge gewesen, wie man unschwer erkennen kann. Ihr gefällt mir wiederum gut. Und daher würde ich sagen, du da und die beiden, das sind die 3 Mannequins, die wir uns auf Seite stellen. Da fehlen nur noch 3 Mädels. So. Und ja, meine Mädels waren nicht ganz so viel dabei. Aber auch hier, du und du, ihr seht nicht so toll aus. Der Rest sieht ganz passabel aus.
Du siehst am hübschesten von den Mädels aus und dann kommst du, würde ich behaupten. Und ja, dann du bist du mehr oder weniger Notlösung, weil ich gesagt habe, 3-3 wollen wir haben. Und der Trottel, der hier aufnimmt, hat mal wieder in der falschen Reihenfolge euch weggepackt. Ich muss doch erst die wegnehmen, lieber vernichten. Kann ich euch hier wieder rausstellen, ne? Damit wir nicht durcheinander kommen. Nicht, dass ich hier falsch in den Mülleimer kloppe. So, ein Sättelchen und Tracker muss ich euch auch noch verpassen. Eieiei, einmal mit Profis. So, du bist Müll, du bist Müll. Du bist Müll, du bist Müll, du bist Müll, Müll, Müll. Nicht, dass ihr hier Minderwertigkeitskomplex bekommt oder sowas. Das muss ja nun auch nicht sein, aber ihr seid tatsächlich Müll. So. Das ist Moralboost Deluxe. So macht man das. So, das ist zu viel. Und wie sieht's hier aus? Hast du noch... Nee, du hast keine 300 Bellekes mehr. So. 300 Slots hat die Maschine, 300 Bellekes für Seelen. Und ja, das muss passen. Gut, dann fangen wir mal an, euch die Sättelchen drauf zu packen. Hier, du kriegst den Sattel. Warte mal, wer ist denn der höchste Sattel? Der hier. Dann müssen wir mal gucken, auf wen wollen wir denn rumreiten. Einen von euch beiden. Die beiden hübschesten stehen genau wieder da so in der Mitte ziemlich. Ich würde sagen, warte mal, ist einer von euch nicht Packleader schon? Du wärst der Packleader, warum bist du der Packleader? Das ist, glaube ich, ziemlich random. Du kriegst den super Sattel hier. Bitte schön. Ich war mit dir aber noch nicht fertig. Wir müssen euch ja auch noch einen Tracker verpassen. Und Name kommt für euch irgendwann noch. Da sorgt unser Publikum schon für. Da kannst du dich drauf verlassen. Dann machen sie. Das ist kein Ding. So, Tools. Um, ne, dann darüber. Ich brauche mir keinen Tracker zu verpassen. Ich wollte schon eh da drauf gedrückt haben. So, du hast auch noch keinen Tracker. Der Tracker ist dafür da, damit wir mit der Teleport-Fernbedienung einen Rechtsklick machen können und dann aus der Liste einen Dino auswählen können, der einen Tracker drauf hat und uns zu uns rüberziehen können, wo auch immer wir sind. So, geht natürlich nur, wenn sie irgendwo draußen rumstehen. Wenn sie bei uns im Inventar liegen, dann geht das natürlich nicht. Nichtsdestotrotz packen wir sie mal überall rein, das kann nicht schaden. So, braucht man auch nicht erneuern, wenn man die wieder aus der Kugel rausholt oder wenn man den Namen geändert hat oder sonst was. Der Tracker bleibt drauf, bis man den wieder rausnimmt oder bis die Dinger haupt sind. Logischerweise. Wenn die zermümmelt wurden, dann ist natürlich nichts mehr von euch da. Gut, jetzt kann ich euch einpacken hier. Wunderbar. Haut ziehen wollte ich erst ab, wenn ihr Namen bekommen habt. Vorher ist das dann halt kompletter Verlust, wenn ihr denn dann hops gegangen seid. So, wir gehen jetzt erstmal gucken, wie ihr zubeißt, was ihr so für Attacken drauf habt. Also brauchen wir auch Lestes noch nicht anmachen. Aber bevor wir das machen, ich habe gestern nämlich ganz vergessen, weil nie wirklich vernünftig hell war, aber jetzt ist hier vernünftig hell, die Statue anzugucken, die wir da platzieren konnten, für die Rogue-Tokens. Für die Rogue-Kills, die wir so unterwegs hatten, kriegen wir Tokens und für die Tokens konnten wir eine Statue erstellen und das ist die Statue. Ziemlich groß. Oh, diesmal leuchten deine Hände goldgelbig, glasig. Siehst du, im Halbdunkeln war das nämlich noch weiß anzusehen hier. Da, das Zeugs hier. Das scheint... Ich denke mal, so einen Hybriden kriegt man irgendwann auch nochmal. Also du hast Argentavis Geflügel, Negaterium Hauptbody, würde ich behaupten, Terrasino Krallen und hinten die Mähne, keine Ahnung, von wem oder was die ist. Und du bist eine verdammt große Statue. Muss man ja auch mal sagen. Pelz geht komplett runter. Interessant. Und du hast keinen festen Body. Ich kann durch dich durchfallen. Alright. Okay. Das ist eine große Plattform, ist das. Ja. Haben wir das auch abgehakt. Ja, gestern war einfach die Lichtverhältnisse zu bescheiden, um das zu machen. Meine, wir sind vorwiegend in der Höhle gewesen und in Redwood, da ist eh dunkel. Da macht das eben keinen großen Unterschied, aber... Naja. Das ist deine Sprintgeschwindigkeit. Das ist deine Reisegeschwindigkeit. Du kannst jumpen. Jumps aber nicht sofort wieder los, wie einige andere da von uns machen, von unseren Dinos. Wir können vom Rücken ballern, das ist schon mal ein Plus. Du hast natürlich, hast du einen Linksklick, der ziemlich laut ist. Du hast einen Rechtsklick, das sieht aus wie der Raptor Pounce Jump. Du hast einen C, müssen wir mal gucken, machst du irgendwie einen Debuff oder so oder Buffer Runs? Nein. Du hast kein X. Du hast keine Steuerung, du hast kein Q, R probiere ich jetzt nicht. Wir haben Schulterpad an und kein O. Also drei Sachen hast du, plus den Jump. Okay, einen Doppeljump hast du schon mal nicht. Dann lass mal gucken, ob wir irgendwo hier mal einen kurzen Gegner haben. Die Ecke ist ziemlich leer.
Ja, muss man mal eben dran glauben. Wir fangen mit dem Pounce Rechtsklick an. 145 Schaden. Wenn wir da drauf springen, festmachen konnten, würde ich jetzt nicht wirklich. Habe ich auch nicht richtig gemacht, glaube ich. Mal gucken. Ne, schon wieder daneben gejumpt. Aber das ist schon kein schlechter Schaden. Hat auch einen großen Area auf 6 Schaden. 64, naja, okay, Raptoren an sich machen auch nicht so viel Schaden. Die kommen im Rudel nach durch die Schlagfähigkeit. Okay, Link kriegt 120 Schaden. Schneller Schlag. Kannst du mitarbeiten. Ist gebongt. Meine Boxen sind ein wenig laut. Ja. So, dann lass mal gucken. Da stand ja von wegen, du kannst ja auch Holz beschädigen und sowas. Ich glaube aber nicht, dass du zum Farmen gedacht bist. Nee, du haust den Baum einfach so weg. Du kriegst aber kein Zeugs daraus. So, mal gucken, was C macht. Der brüllt einfach nur bescheuert rum. Ich denke mal, wir kriegen den guten Punkt, wenn wir die anderen draußen haben. Ja, den kann ich nicht wirklich downpouncen. Aber ist okay, für so ein Rudeltier ist das schon ein guter Grundschaden. Den Dilo, den müssten wir doch vernünftig pouncen können, oder? Boings. Nee, auch nicht. Da klappt beim regulären Raptor aber besser. So, jetzt ist die Frage noch, wo wir hingehen und mit welchen Startwerten kommst du denn daher? Warte, erstmal müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir doch mal gucken, wo du die Mutation drin hattest, in Food. Sowas von unwichtig. Ja, du kommst mit 360 Gewicht daher, das ist natürlich ziemlich wenig. 900 Ausdauer, das ist schon besser. Wie gesagt, bei den Typ 3 Dinos gucken wir, dass wir auf 1000 Ausdauer mindestens kommen und mindestens 1000 Gewicht. 1000 Gewicht ist auch gut anzufangen für alle Hybriden, die jetzt noch kommen, denke ich mir mal. So, ja, dann lass uns mal überlegen, wo wir denn hingehen. Ich würde ja mal wieder sagen, die Aberration-Höhle an der Küste wäre gut, um euch da zu leveln. Da sind viele Gegner drin, starke Gegner. Könnt ihr nicht großartig in Lava oder sowas reinfallen wie bei der Magmasaurus Trench. Aber da waren wir schon recht häufig. Es gibt da noch eine andere, wo man die Brutmutter startet. Die Höhle. Ich weiß nur nicht, welche Teleporterplatz das jetzt war. Da müssen wir mal gucken. Warte mal. Das muss irgendwo hier sein. Das muss der Terminal wahrscheinlich sein. Das war hier unten an der Küste irgendwo. Und der Terminal hatte keinen speziellen Namen. Lass mal nachgucken gehen. Ja, da hier sind wir richtig. Da machen wir die Höhle zwar von hinten heraus, säubern wir die. Hier kommt man eigentlich am Ende hin, aber das schon in Ordnung. Hier ist gerade kein Gegner hier oben und hier können wir die anderen auspacken, wie gut ist. Wie gesagt, hier startet man die Brutmutter dann, wenn man das denn dann regulär dann machen würde. Da kommen wir auch noch wahrscheinlich irgendwann hin. Mal gucken. Wir werden. Da gibt es auch ein paar Boss-Hybriden drin, die wir sowieso besiegen müssen und so weiter. Da können wir uns vorher an regulären Viechern warm machen. So, wunderbar. Alles folgt mir. Alles greift nach meinem Willen an. Wunderbar. Und pet pet. Damit ist der Lernbuff drauf auf euch. Wunderbar. Die Folgeabstände habe ich noch nicht eingestellt, aber das sollte kein Problem sein. Dann lass uns jetzt mal rückwärts arbeiten. Da unten sind auch noch Runen, aber es ist nervig, da hinzukommen. Da können wir vielleicht mal dran. Und die Viecher hier drin könnten zum Teil recht hohe Level haben. Aber ich habe gute Sattel an. 120 ist ja noch nicht so die Welt, aber ich meine, hier wären auch hohe drin gewesen. 50er, ja, super hoch. Ja, Dame war 200, das ist definitiv super normal. Und ja, oh, wir machen ordentlich Schaden mit der ganzen Gruppe hier. 480 sehe ich dazwischen drin. Das ist nice. Ich denke mal, unser C gibt jetzt auch einen Buff oder sowas. Deshalb bist du jetzt der Packleader, weil du die schon die 3 Punkte im Gewicht drin hattest. Ihr messelt da gut durch, muss man ja sagen. Aber die blöden Spinnen geben uns natürlich jetzt die blöden Spinnen geben. Göttchen, ihr macht da schnell. Macht da die Viecher fertig, das ist gut. Oh, hält das lange an. Kommen wir bis zur Runde da hinten zurück. Oh, du bist auch richtig flink, bist du unterwegs hier. Gefällt mir. Ja, wegen dem Stück hier, ist das nervig, zu der Runde hinzukommen. Machst du da hinten? I don't know, ihr könnt hier warten. Kommt da so wahrscheinlich sowieso nicht rüber. Hier unseren Hauptpunkt, der hat sich eine Rune verdient. Ist natürlich kein guter Schwimmer.
So, Rune ist drin. Sweet Ticket hier sonst noch irgendwann in der Ecke? Ich glaube nicht, wa? Und da hinten wird gekämpft. Ihr könnt da ruhig mit alle draufhauen. Jetzt sehe ich da auch grüne Zahlen. Sweet. Oh, du hast dich hier durchgearbeitet. Das wird interessant, euch wieder alle auf die richtige Seite hier zu kriegen. Komm hier, wer hat dich hier gerade angegriffen? Ey, mach komische Laute. 1, 2, 3, 4, 5 und auf den 6. sind wir drauf. Das sind alle, die wir hatten. Alright, hier ist glaube ich noch eine Rune irgendwo. Titanbohrer, was hast du für ein Level? 190, das ist auch über top. Hier ist der Haupteingang. Und hier sind die Grafikkarte wieder rum. Wow, wo hängst du denn da hinten noch rum? Komm ran hier. Hier ist die lustige Gruppe. Euer Sprung klingt so hohl, als wenn ihr auf so ein Fass drauf springen würde oder sowas. Hier gibt nämlich auch noch rum. Hier gibt noch ein bisschen Loot Drop. Und noch ein paar Gegner. Und noch eine Rune. Guck mal, mitten rein ist die Rune. Der ist stark genug. Ja, ja, das macht Spaß. Ein Rudel ist mal so eine Sache. Lernen Gott weiß, wo hängen. Man muss immer aufpassen, zurückgucken, wegfressen, die jetzt abgeblieben sind. Aber Spaß macht auf jeden Fall. Du bist da unten, wenn du Sausack. Mach den da mal fertig da. Ich gehe dann nochmal hier durch die Rune durch. Dankeschön. Und alle ab. Und guck mal, was in dem Loot drin ist. Das war eine enttäuschend kleine Höhle. Mastercraft Raptor-Sattel. Naja, wir sind ja auch mit Raptoren hier drin. 1, 2, 3, 4. Einer fehlt. Siehst du, deshalb ist Rudel immer so, da ist einer. Die Dame steht jetzt auch wie bescheuert darum und kommt da nicht mehr von aus der Pötte. Ah. Unbelievable. Da müsste Wildcat mal ein bisschen dran arbeiten. Pathfinding für Rudelviechers. Das verliert einen so richtig mit dem Rudel durch die Gegend zu wandern, denn. Naja, da hast du nur Probleme mit. Ne, falsche Taste. So. Alright, dann lass uns mal hier raus. Das war ja ein kurzer Trip durch die tolle Höhle hier. Müssen wir hier noch einen Teleporter hinsetzen? Ich denke nicht, dadurch, dass die Plattform an sich ja schon ein Teleportort ist. Ja, aber bei der Aberration-Küstenhöhle haben wir das ja auch gemacht. Dann setzen wir hier noch eine Plattform ab. Hier vorne müsste irgendwo die Höhle-Lade-Ecke sein. Hier, genau. Habt's gefunden. Alright, geht doch. So, dann gehen wir noch ein paar Meterchen weiter. Die Höhle übersieht man ziemlich schnell, wenn man hier so vorbei donnert, wegen den ganzen hohen Bäumchen und sowas. Dann setzen wir hier mal einen Teleporter hin. So vor dem Laderuckler. Und dich nennen wir, wenn wir denn da ran dürfen, Brutmutterhöhle? Bruthöhle. Bruthöhle, ja, Bruthöhle, fertig aus. Da gibt es kein Artefakt, nichts drin, da passt schon so, werde ich mich schon zurechtfinden. Alter, du bist kurz vorm Verhungern hier. Das heißt, ziehst du immer los, ohne vorher gemimmelt zu haben. Das heißt, bist du sowieso ein wenig faul. Die Tagesroutine und so weiter leistest du auch schon seit ein paar Tagen hinter dir zurück. Gucke mal, ein Raubvogel. Ja. Schöner weiter Jump. Damit kann man arbeiten. Und jetzt müssen wir nur ein halbes Jahr warten, bis die alle hinterher gedackelt sind. Wer mag mal Saurus Trench, wäre lustig mit euch, aber ich habe so das Gefühl, ein, zwei von euch werden dann verbrutzelt in der Lava. Allerdings regulären Vulkan wäre vielleicht eine Option. Naja, da waren wir auch schon ziemlich oft. Lass uns ein bisschen durchgehen. Gucken, vielleicht finden wir noch ein paar Rexe oder so. Kommt ja auch alle hinterher. Sieht gut aus. Zwei stehen ineinander drin. Alright. Lass mal gucken, wo liegen wir denn? Bei dir denn. Okay. 1000 Gewicht sollten wir relativ fix haben. Boings, da ist es. Und mindestens 1000 Ausdauer. Bis jetzt habe ich noch nicht gemerkt, dass du irgendwie Ausdauerdefizit hast, dass du da was brauchen würdest. Von dem her würde ich sagen, 1000 Lock-in. Da machen wir dicht. Erstmal.
Guck mal hier, der Arme hängt den Fett, lass mal helfen. Nicht extra was, den rein alle mit, aber extra geboostet werde ich nicht. Ich krieg kein zweites grünes Mäulchen da oben. Bei unserem Bass und Libas. Komm, muss schon hinterherkommen. Der klebt wohl ziemlich nah an mir dran. Aber das ist bei den geringeren Folgeabstand, obwohl die selber einfach sind wie Vanilladinos. Vanilladinos sind ein bisschen weiter weg. Alright, müssen wir langsam hier durcharbeiten, hocharbeiten, damit auch wirklich jeder hinterherkommt hier. Ja, also für die Leute, die auf Modulbonus stehen, gerne mit dem Modul unterwegs sind, sind die Dinger auf jeden Fall zu empfehlen. Die Terrorraptörchen. Ich glaube, da hat noch einer eine Klippe festgegangen. Siehste, wusste ich doch, du Trottelo. Noch einer. Da habe ich gar nicht gedacht. Die beiden grünen. Das ist, wenn man so viel. Ja, wer aussieht wie Schimmel, der denkt auch wie Schimmel oder so. Oh, Evert hat was Großes zerlegt. Wahrscheinlich der Kentro. Das sieht halt aus wie ein Dreck. Das ist ein Dreck gewesen, oder? Das ist wirklich. Das war ein Rex. Scheint kein starker Rex gewesen zu sein. Aber hier durch Mate Boost und Pack Bonus, das ist schon ein guter Schaden, den wir austeilen. Wie gesagt, da ist noch kein Pünktchen in Damage drin reingewandert. Wenn wir mit dir solo unterwegs sind, sieht die ganze Sache natürlich ein wenig anders aus. Dann droppst du natürlich ein gutes Stückchen wieder. Sieht hier jetzt nicht besonders böse aus, was Gegner angeht. Oh, ich merke gerade unser. Da oben ist ein Fano. Unser Eulestis hat schon wieder seinen Buff aus. Alright, da müssen wir mal wieder erneuern. Wahrscheinlich schon ein bisschen länger jetzt, dass du aushast, wa? Ey, auf dir bin ich nicht geritten. Wieso schließt ihr denn jetzt alle auf? Hier, da ist mein Reitmount. Schubst mich hier nicht durch die Gegend. So. Jetzt ist der Fast Learner Buff wieder mit dabei. Das sind die beiden gelben Pfeilchen ohne Ziffern dran. Alright. Ist der Kanon hin? Ach, weg ist er. Da hinten sind ein paar los. Auch alle dabei? Sieht gut aus. Der sieht gut aus. So, wenn wir was bei euch feststecken, weil ihr zu nah dran seid, einfach mal drüber jumpen. Kein Problem, die Kindruck genau weg. Ja, das geht durch wie Butter, ey. Hallo Agentabis-Gruppe. Die Agentabis-Gang gegen die Terrorraptor-Gang. Alpha-Karte, sweet, wir brauchen einen verdammten Endway. Tyran Alpha-Karte. Oh, das wird ein Mega-Fight. Das wird ein Mega-Fight. Wir brauchen sowieso deine Schenkelchen für Kanonieren. Ich habe ein bisschen blöd gemacht. Kanonieren, wir brauchen unbedingt die Alpha-Karte. Okay. Oh ja, du hast ein bisschen Tanz aus. Definitiv. Leuchte Buff hier, Tyran und Alpha. Doppelrot. Und ja, in dem Fall wird die Ausdauer langsam knapp, aber das passt immer noch. Pause ist dann in Ordnung. Aber ich glaube, wir könnten jetzt fast echt funktionieren. Ja, ist gut gegangen. Ist gut gegangen. Ich meine, ihr seid jetzt ordentlich angeschlagen. Ist ja auch nicht verwunderlich nach dem Fight, aber ihr habt euch gut geschlagen. Respekt, Respekt, Respekt. So, hier trag das mal. Ich habe einen Kühlschrank bekommen. Wo habe ich denn einen Kühlschrank herbekommen? Okay. Na, geschenkt mit Gaul und mit Maul und so. Da war ja was. Wir waren bei dir am Gesundheit arbeiten. 10 Punkte hatten wir dir schon Gesundheit gegeben, ne? Oh, warte mal. Gesundheit. Da fällt mir was ein. So, wir hatten ja in der letzten Folge haben wir ja auch die beiden Dudes dabei gehabt. Die sind mittlerweile wieder im vollen Magen und das sind ja Heiler. Dann sollen sie ihren Job auch mal vernünftig erledigen hier.
Unsere Gruppe wächst. Dammit. Da hinten ist nochmal am Leuchten. Das braucht ja eifermäßig aus, aber kommen wir da so schnell rüber? Ja, nicht so easy. Hoffentlich folgt mir alles gescheit. Ah ja, jetzt wird dann noch komplizierter nachzuverfolgen, ob wirklich alle am Folgen sind. Folgst du meiner Erklärung vernünftig? Ist ein bisschen kompliziert, aber ah, da hinten leuchtet so schön. Da müssen wir mitmischen. Nützt ja alles nichts. Ich meine, wenn die uns herausfordern, mit ihren Signalfarben, dann sind die selber schuld. Oh, der Rex ist down. Oh, und du bist auch noch Schein, also Enrage. Alright. Okay, Heilung läuft. Oh, da bin ich nicht mehr wegen was für Zeit, aber okay. Damit können wir aufnehmen. Yup, du bist down. Sweet. Alpha Aberration, Raptor, Enrage, Linksbums, irgendwas war. Mal gut, dass wir nicht allein unterwegs waren, denn du hättest uns gerade wieder runtergepaunzt. Tyrannosaurus-Ärmchen, ja, der kommt, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Sweet. Und ja, uns geht's immer besser hier, dank der Heilung. Unsere Dudes der letzten Folge. Da gibt's auch noch ein Pünktchen wieder. Wunderbar. So, beim nächsten Mal müssen wir auf die Level-Animation achten. Warum ist das auch noch nicht gemacht? Alright, gibt es hier sonst noch schöne Leuchtesachen? Schöne Leuchtesachen, die unser XP nach oben machen. Oder so. Kommen wir mal Nachzügler. Komisch, bei den Gruppen sind immer Nachzügler dabei, wa? Weiß auch nicht wieso. Hauptpack, da reist mit einem mit und dann dreht man sich um und da kommen von weit hinten kommen immer noch ein, zwei nach. Apropos ein, zwei nach. Ich glaube, wir sind auch noch eigentlich komplett sind wir noch, glaube ich. Schönes Dörflein hier oben. So optisch, so verlagert, vielleicht nicht ganz so gut rein ist. Und dann abgeklettert. Gott, Gebrüle? Gebrülle oder Gegröle? Das war gemischt. Gebrüle. Ja, okay, haben wir ein neues Vorzug. Warum auch nicht? Und zwischendurch mal ein paar Soundglitches, weil Wildcard so eine gute Kompanie ist. Ist aber noch nicht gefixt seit Arc Release. Soundglitches ab und an mal. Hallo Shiny. Du hast das Spaß mal. Dammit, die Dinger fallen weg. Wie sonst was? Ist da was dabei? Ist da was Großes? Da leuchtet, da hinten leuchtet wieder jemand. Da leuchtet wieder jemand. Kommst du da runter oder müssen wir da irgendwie hoch? Ich glaube, wir müssen hier runter. Und dann können wir da wieder hoch. Hier irgendwo dann hier rum. Den wird man Katzi von dem bösen Agentarus retten. Ich hab den bei mir in die Tasche gerettet. In Form von Frischfleisch. So, da ist euch alles hier am Leuchten. Ja, guck, da kommt sie schon. Alter, Rampfer, ja, wunderbar. Oh Gott, da war mal einer. Ziemlich sicher, da war gerade einer. Kommt mal hier rüber. Habt ihr mir da noch ein Täschlein liegen lassen? Irgendjemand hat von euch das Zeugs aufgehoben. Alles klar, bin ich euch auch nicht mehr so böse. Und wir sind schon wieder gesund. Nur mit dem Level klappt es nicht mehr ganz so gut. Weil, naja, unsere Kameraden kriegen den Kills, nicht wir. Aber was hast du denn hier mit den armen Säbelzahn-Katzi-Tazis gemacht? Ist das in Ordnung? Ja, home sweet home, leggy leggy. Wir sind wieder zurück, steht hier wieder was Leuchtendes rum. Sieht gerade nicht so aus. Alright. War doch ganz chillig mit euch. Boah, bist du jetzt vollgeladen. Jesus, Jesus, Jesus.
Rein hier. Wir müssen auch kurz davor stehen. Das hat relativ gut geklappt, das Elternpärchen von denen rauszuhauen. Das war direkt mit einem Weiblein. Wir müssen kurz davor stehen, deren Trophäe auch platzieren zu können aus dem Tier 3 Ordner. Braucht 15 Tokens und jetzt komme ich nämlich so lange ins Bett. Wir liegen bei, keine Ahnung, 11, 12, irgendwie sowas. Mal kicken, 14. Alright, das heißt, wenn wir die jetzt hier, die neuen hier herstellen, die morgen dran sind, dann kommen wir definitiv auf 15. Und ungeachtet dessen, ob wir direkt Männlein Weiblein kriegen oder nicht. Du bist der, den wir gerade gemacht haben. Nichtsdestotrotz können wir da schon mal eine 2 eingeben. Der ist morgen dran. Alles klar, fangen wir 2 an. Dafür haben wir genug DNA da. Wunderprächtig, wunderschön. So soll der sein. So, Eule, Eulestus, du kannst auch mal von meinem Rücken runter. Folgst du mir eigentlich noch? Nee, du folgst mir nicht mehr, oder? Nee, du folgst mir nicht. Mal gucken, was du denn hier so an Level angesammelt hast. Oh, immerhin, hier, komm, hier kriegst du ein bisschen Damage dazu. Da muss er nicht wieder mit 8 Schaden zuhauen wie gestern. Alright. Die Dinger craften ab. Und ja, dann sind wir mit dem Rücken wieder zu euch am Stehen. Sind wir für die heutige Folge erstmal wieder durch. Die Dinger sind näher. Die Terror-Raptor-Dinger da. Cool und scheiße. Ich bin da hin und her gerissen. Der Impact-Bonus stört mich ein bisschen. Aber wenn man mit denen unterwegs ist, die reißt schon ordentlich was weg. Das ist schon ganz gut. Und ja, mit den Farben, die da rausgekommen sind, mit den Mutationen bin ich auch gleich zufrieden. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn wir die wenig benutzen, auch die haben Namen verdient. Da wäre ich für Namensvorschläge, wäre ich da ziemlich, ziemlich dankbar. Und ja, dann würde ich mich auch sonst noch über weitere Kommentare freuen. Und ansonsten soll es das erstmal für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, ich bin mir überlegen, ob wir nicht zwischendurch mal ein bisschen was anderes machen, als immer nur die Hybriden raushauen. Lass mir nochmal durch den Kopf gehen. Vielleicht machen wir mal einen so einen Vorboss oder sowas zwischendurch. Ja, morgen nachdem da. Ja, mal gucken, da mache ich mir nochmal genauer Gedanken. Wie gesagt, lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen und eure Namensvorschläge. Und wie gesagt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, gebt der Gas und habt da Spaß und auf Wiederwinkel. Tschüss.